Ja, Leute, mittlerweile haben wir Freitag. Ja, gestern am Donnerstag habe ich weitergemacht mit den Kalken und zwar auf dem Feld, oder? Gestern habe ich das Unterraddrittel geschafft und umher, ja, das was gegrubbert ist. Jetzt fällt halt noch das, was nicht gegrubbert ist, so. Dann die Feldränder da runterwärts und hinten runterwärts, aber die werde ich vielleicht auch nicht mal mitmachen, wenn dann abgedroschen ist. Das muss ich auch mal gucken. Aber der Adolf. Ja, aber dann, ja, war das da so langsam. Der Haufen wird langsam kleiner, müsste ich da schon, da fällt der Tal. Da ist der Haufen jetzt schon abgeschnitten. Da unten ist der Haufen schon komplett weg, also der war ja bis daher gelegen. Es fällt doch schon einiges. Ist jetzt bloß noch das da, oder? Ja, ist immer noch genug. Ich schätze einmal, das waren immer noch gut 15 bis 20 Tonnen Saar, aber das ist ja wurscht. Der Streuer läuft, der Streuer funktioniert. Einzig, ich habe hinten das Windschutztüchler da, oder was auch immer das da soll, neu gemacht. Das ist jetzt aus Deichfolie, weil das alte blaue Ding, das war kaputt. Ja, funktioniert irgendwie besser der Streuer mit dem Ding als ohne. Keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß nicht genau die Bewandtnis. Aber es läuft, es geht weiter und ja, jetzt nieselt es schon wieder ein wenig. Je nachdem, wie es Wetter heute wird, machen wir heute fertig oder nicht. Aber das sehen wir. Thank you.
Thank you.
Ja, Leute, die letzten Tage ist eigentlich nichts weiter passiert. Seit den letzten Kalken auf der Wiesen da unten sind schon wieder ein paar Tage rum. Die Wiesen habe ich fertig gemacht. Wir haben dann auch ja das Zeug wieder heimgefahren. Vorher den Zweiachse geholt. Und ich habe den Kramer mit dem Streuer gehabt. Der steht ja da. Den haben wir ja wieder befüllt. Der Zweiachse steht in der Halle drin, ist wieder befüllt. Könnte man eigentlich direkt wieder los. Aber es ist einfach zu nass. Wir haben jetzt die letzten Tage wieder Regen, Regen, Regen gehabt. Es waren gut auf 50, 60 Liter gewesen. Das letzte Mal ausgeleert habe ich bei 43. Seitdem hat es noch zweimal geregnet. Also auf jeden Fall alles gut nass. Viel nass. Sieht man da vor der Halle vielleicht. Da der Boden ist schön feucht. Da schaut es jetzt nicht so schlimm aus. Ich habe gestern meinen Stall ausgemisst. Die Aglunzen hat es vom Feld mit hergebracht. Muss ich auch noch wegputzen. Ja, da hinaus sieht man es. Da ist so richtig schön nass. Naja, halt alles ein wenig ungünstig. Da sind ein Haufen Spuren hin. Ja, von was kommen die? Ja, da fällt was. Das Ungedüm ist weg. Ja, das haben wir raufgezogen. Vor die Maschine halt. Umstelle, weil an dem geht es jetzt weiter. Was habe ich die letzten Tage dann rumgegratscht? Habe ich dann meinen Urlaub bloß mit Rumspielen verbracht? Das selbstverständlich nicht. Ich habe ja so viel Zeit. Haha. Arbeit gibt es immer. Das ist klar. Und ich habe meine Arbeit sinnvoll verbracht. Der oder andere, der mir auf Instagram folgt, der weiß, was ich gemacht habe. Stottelskeller. Treppen ist geputzt. Hallo! Schau, da kommt sogar ein Licht rein. Huhu. Ja, ich habe den Stottelskeller geputzt, das Gewölbe. Ganze Spinnerweben raus, den Müll raus, der da in der Ecke gelegen war. Die Fässer haben wir alle schön hergestellt. Und leider dann gleich traurig gewesen. Oh, schade. Da tut man schon mal die Fässer auf Zeiten, dann findet man eins von der Reichelbräu, da ist nichts mehr drin. Du Scheißdreck, kein Bier mehr. Mensch, ist das Bier schon wieder leer. Jo, Boden sauber gekehrt. Die haben Bretter da, der keine Angst. Unten drunter ist Betonboden. Die sind eigentlich bloß, dass der Erbsen keinen Frost abkriegen. Unter die Bretter habe ich nicht gekehrt. Die sind teilweise schon so marsch, die wenn du da rausnimmst, hoppala, dann fallen sie auseinander. Aber ich wollte jetzt keine neue kaufen, weil so schlecht sind sie auch nicht. Da können die Erbsen wieder drauf. Ja, Boris hat das ganze Ding natürlich, weil sich alles gesetzt hat über die vielen Jahre. Der Keller ist ja schon uralt. Wer sich erinnert, wir waren ja schon mal in dem Keller. Damals war kein Fenster hin. Grüß Gott. Hallo. Flucht, Flucht, Flucht. Sorry. Nicht runterfallen. Da war kein Fenster mehr hin. Das Fenster war rausgerissen. Das Scharnier da, also es war aufgeklappt. Und das Scharnier da hat nachgegeben. Da war das Fenster da unten am Fußboden gelegen, da ist ein Scherm. Kaputt. Ja, jetzt ist mir da Scheiben drin. Habe ich selber gemacht. Das ist Scheiben vom Wohnzimmerschrank von den alten. Die waren übrig. Habe ich zurechtgeschnitten mit einem Glasschneider eingepasst und auf der anderen Seite dann einfach mit Glaserkit fixiert. Mit ja kleinen Nägeln, die drin waren. Und mit Glaserkit einfach sauber fixiert. Ja, wenn man ausguckt, sieht man bloß ein Holzregal. Normalerweise konnten wir früher ein bisschen ausgucken, ist ein bisschen ein Licht reingekommen. Aber seit die Holzregale da sind, sieht man halt leider nichts mehr. Aber ist auch kein Drama. Ja, das funktioniert auf jeden Fall wieder. Es geht auch wieder auf. Zack. Fenster gekippt, wenn man möchte. Warten wir aber eher selten machen, weil, wie gesagt, Äpfelkeller, ich will kein Fixzeichen haben, deswegen zu, dass da nichts mehr reinkommt. Ja, Spaltmaße hast du natürlich überall, aber was erwartest, wie gesagt, der Keller ist alt. Die Löcher da unten, die muss ich noch zumachen, die waren vor den Stottelzeiten aus mit Bretter zugemacht. Das sind Abwurfschächte, wo es dann normalerweise der Äpfel einfach vom Stottel oben, wo jetzt der Kipper normal immer steht, da runter schmeißen konntest. Dann fallen sie auch direkt daher. Ich hab's ja aber immer in den Sack vom Samro-Roder, da ist es wurscht. Da seht ihr schon, da steht ein Brett davor, das muss aber halt richtig davor. Das ist auch so ein Abwurfschacht, sieht man die ganze Erden. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall der alte Erbsenkeller.
Der ist ja schon lange nicht mehr genutzt worden. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ja, rund 20, 25 Jahre her, da haben sie auch mal da unten noch Getränkekeller gehabt, da wurden noch Getränke gelagert. Und dann ist das irgendwann aufgehört worden. Wir als Kinder haben dann gespielt, haben da noch das Schloss kaputt gemacht. Das da der alte Schlaufen, wo drin war, die ist rausgerostet gewesen. Dann haben wir es mit Draht wieder nachgedüttelt, dass man die Tür zumindest ein bisschen einhängen konnte. Dicht wurde es aber auch nicht mehr. Die Tür war meistens offen gestanden, da war alles mit Laub voll vor die Eichenbäume. Ja, da hat sich halt der Dreck da hingesammelt, die Spinner, Fledermäuse, alles. Ja, und jetzt ist wieder aufgeräumt. Sauber, Platz für die Äpfel, Bamberche, mehlig kochend, festkochend zum Beispiel. Und da haben wir auch noch Platz, wo wir auch noch was nachladen können. Vielleicht die Zuckerrum oder was. Oder was heißt Zuckerrum? Die Futterrum, die Rangessen. Ja, und die Fässer, oder ich wollte sie auch nicht wegschmeißen. Die stehen eigentlich gute Hunde, da sind sie nicht. Ja, nutzen tut man sie auch zwar nicht mehr, weil die sind so alt. Teilweise schon zerfallend, aber ist ja wurscht. Ja, das war auf jeden Fall meine Arbeit. Das habe ich gemacht. Türschluss geht auch wieder. Tür zu. Einhänger. Schluss durch, kommt keiner mehr rein. Dann ist das wieder zu. Ja gut, da oben ist ein wenig ein Luftspalt. Okay. Lässt sich halt bei einem alten Gemäuer nicht vermeiden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das voll in Ordnung. Das war auf jeden Fall die andere Arbeit. Und ja, ich habe dann die letzten Tage, wie gesagt, noch den, oder gestern noch die Stellsauber gemacht. Die Schweine, die Hühner, komplett frisch, weil die wurden jetzt auch erst entwurmt. Den Pferdstall, Kühlstall hinten komplett sauber gemacht. Und jetzt muss auf jeden Fall da hinten auf noch ein Hai. Die Glanballen vom letzten Jahr sind jetzt endgültig leer. Da ist nichts mehr da. Ich brauche jetzt einen Rundballen. Ich habe von 2018 noch 10 Rundballen, glaube ich. Die müssten auch mal verfüttert werden. Mich hat es bloß immer nicht nachgezogen, weil das ist eine scheiße Arbeit. Die Dinge, die fährst dann auf und dann musst du aufschneiden und den Stückler rein rammen. Und das ist Kackarbeit. Ja, aber es hilft halt nichts, so wie es ist, ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach einmal. Und dann sehen wir schon. Ja, und ich habe auch noch gesagt, wir haben den Container noch raufgezogen. Mit dem Radlader und mit dem IHC zusammen. In Kombination. Da steht das Ungedüm. Ja, bevor jetzt wieder jemand fragt, wozu braucht man das eigentlich? Ich habe schon mal gesagt, ich habe keinen Mistlocherplatz in dem Sinne. Wir haben jahrelang bloß als Tretmiststall gearbeitet und halt den Mist dann regelmäßig raus und auf dem Feldhaufen. Der Feldhaufen ist versetzt worden. Ja, ich habe aber schon lange drüber nachgedacht, dass eigentlich ein gescheiter Misthaufen sinnvoll wäre. Eine, der halt auf einem festen Platz wäre. Ja, überlegt wie. Ein Mistplattenbauer ist halt so eine Sache, die benötigt Platz und vor allem kostet es Geld. Ein Betonplatten selber ist nicht so teuer, aber da hinten kann ich keiner Bauer, wo der Haufen jetzt immer war, weil das ist gebochtete Flächen, da kann ich schlecht jetzt eine Betonplatten hinkippen und da lachen, ist blöd. Also müsste ich ja irgendwo da im Grundstück idealerweise, ja, in der Hangnahe ist scheiße, da kommt im Winter gerne mal das Wasser runter. Und wenn es dann einmal richtig runter schießt, dann ist der Haufen nämlich auch nicht mehr dort, wo er war, sondern in der Maschinenhalle. Unten vor der Scheune geht nicht, dass das ganze Hackschnitzel lachen, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Da kann ich auch nicht hergehen und kann dann einen Mistplatten nachbauen, weil Hackschnitzel müssen irgendwo gelachert werden, oder das Hackgut, muss man ja sagen. Da soll auch einmal eine Überdachung nach, dass das Zeug drucken liegt, dass man es quasi das ganze Jahr sammelt und dann kann man es einmal häckseln. Dafür sind übrigens die Abarme gedacht, bevor noch jemand fragt, was eigentlich mit denen ist. Das ist so ein Balkenmaterial. Ja, also das Hackgut bleibt natürlich da unten an Ort und Stelle, ist so. Und wo baust du dann an so einen Mistplatten? Das ist halt das große Problem. Wir haben früher einer gehabt, die ist oben vor der Garage, da wo die Wassergrube ist. Ich kann aber jetzt nicht hergehen und kann vor der Garage einen Misthaufen anfangen, weil du kommst aus der Garage dann nicht mehr raus und zweitens vor dem Haus möchte ich ehrlich gesagt keinen Misthaufen haben. Weil du ziehst den mit dem Mist natürlich auch jetzt Ungeziefer mit her. Das ist nun mal so, das ist Fakt. Deswegen den Container. Der Container ist zu.
Ich habe zwei Düren im Container, die wir wahrscheinlich wieder Gangbohr machen. Ich habe schon überlegt, ob man es auch wegschneidet, aber die werden wir Gangbohr machen. Dann kannst du hergehen, fährst mit der Robe in dein Mies 3, kippst ihn da hinten ab, fährst mit der Robe hinaus, machst wieder zu und das Ding ist geschlossen. Geschlossen. Ist ja gar nicht geschlossen. Ist ja kein Tuch drauf. Nein, ist auch schon geplant. Der Vater hat einen Aufbau von LKW ausfindig gemacht. 6,30 Meter lang, der Container 6,49 Meter, also ihr seht schon, es langt nicht ganz, aber das ist ja kein Drama, mein Gott. Weil die 6,50 Meter, die ist da ja eh nicht genau, die wäre ja da, oder die Außenkanten, ist ja eigentlich eh eher hin, also ist da wieder ein paar Zentimeter noch gewonnen. Nein, das geht auf jeden Fall. Also wenn das klappt, sollte da noch ein LKW-Aufbau drauf, richtig mit planer Spriegel. Die Länge vom Container abgedeckt, soweit wie es geht. Dann hast du kein Niederschlagswasser von oben, was reinläuft. Dann ist der Container soweit dicht. Der Container soll dann da unten, wo das Hackschnitzelloch ist, beziehungsweise wo die Pflaster da sind und die Eisendrecher liegen. Da soll er noch. Die Türen hat er vorher geplant Richtung Stroß vorwärts, dass du da reinfahren kannst. Ich wollte ihn ja eigentlich andersrum stehen haben, aber da hat er auch recht, das ist blöd. Ihr seht, wo die Hackschnitzel liegen, andersrum komme ich mit dem Radlader ja da nicht rein. Ja. Ungünstig, deswegen muss er anders rumstehen, aber ist im Endeffekt wurscht. Das Wichtigste ist überhaupt einmal, dass das Ding da gemacht wird. Deswegen steht er jetzt da oben. Die Blechplatten dafür sind da. Der Container kriegt einfach bloß einen neuer Boden auf dem alten Boden drauf. Ja, ihr seht schon, der alte Boden ist der hat die besten Zeiten hinter sich. Der Container, der ist halt bestimmt schon seiner 30 Jahre alt. Laremo, keine Ahnung, ich glaube auf der Seite, wo das Typenschild. Also ich denke, der war Ende der 80er oder was gebaut. Der hat auf jeden Fall sein Alter. Deswegen der Boden ist durch. Und mit dem ist auch jeder Dreh gefahren worden. Der schaut aus wie mein Lore an mancher Stellen. So richtig schöner Rostnarben. Aber der ist noch tragfähig, der alte Boden. Und das ist eigentlich das, welche haben wir gesagt, der bleibt drinnen. Die Blechplatten kommen oben drauf. Die Blechplatten werden von unten auf jeden Fall gründlich grundiert. Kommen wir da oben drauf, man seitlich da mit nachgeschwarzt, die Seitenkanten sind noch gut. Da brauchst du dann nicht mehr viel schwarzen, aber da kannst du. Seitlich verschwarzt, seitlich so, nur ca. bis zu der Hälfte. Bis da da rauf, links und rechts. Dann haben wir einen stabilen Boden, wir haben einen Boden unten drunter, dass wenn du mit dem Radlader reinfährst, dass du nicht durchbrickst. Dann ist das Ganze noch ein wenig stabilisiert. Die Platten, die wo ich jetzt da habe, die langen bloß bis da her. Ihr seht schon, da ist auch Schweißnaht. Da hin, die geht bis runter. Geht da unten rüber. Ihr seht es auch da am Boden. Und meine Platten, die neue, die wo ich habe, die langen auch bloß bis da her. Da ist Schluss. Aber es ist wurscht, weil das da ist auch gut drum. Dem fällt nichts. Hauptsächlich da vorne ist er kaputt. Ja, und das, wie gesagt, das ist jetzt das neue Projekt, das was jetzt dann anläuft. Projekt Äpfelkeller zusammenrichten ist abgeschlossen, das passt. Jetzt geht es mit Projekt Container los, dass dann endlich einmal ein Ende, dass der Container endlich einmal an Ort und Stelle steht, wo er nachgehört und dass ich endlich einmal meinen Mist vernünftig lagern kann. Falziges öfter auftreten, haben wir schon gesagt, wenn wir ein Luch bodeln, dann wollen wir einen Ringdonner oder was einbodeln. Falls wirklich was wäre, was aber normal da nicht passiert mit Abdeckung. Und dann konnte es in das Fuß reinlaufen. Und da pumpt man es halt dann oder schöpft es dann einmal ab und mit dem Gießer auf irgendwelcher Blume oder was gegossen. Das ist ja scheißegal, ist nicht schlimm. Ja, steigt mit Kalkstätte da, da wird es auch hoffentlich demnächst weitergehen, wenn der Boden wieder so weit trocken ist. Und das ist der neue Boden für den Container. Das sind Blechplatten, die sind 2,50 Meter breit und 1,25 Meter hoch. Ja, und 3 mm stark. Das langt dicke. Wie gesagt, der alte Boden mit 3 mm bleibt da drin. Und dann habe ich genug Stabilität. Der Radlader, so schwer ist er nicht. Dann passt es. Jo, auf jeden Fall, die sollen da rein. Die müssen wir mit dem Plasmaschneider plus zurechtschneiden. Wir haben so ein Ding da. Der orange Kasten da. Dann werden die gekürzt. Der Container unten hier hat 2,04 Meter. Dann schneiden wir es auch weg. Das Reststück wird noch einmal in die Mitte geteilt und kommt links und rechts dann mit nach. Dann haben wir die Höhe seitlich, Käse gegessen, verschwarzen, passt.
Ja, jetzt fragen dann wieder einige, hätte es nicht Sinn gemacht, einen neuen Container zu kaufen. Als die Arbeit zu machen, das ist ja viel zu teuer, was so der Container kostet. Ich glaube, ich habe 1090 Euro bezahlt, irgendwo in den Dreh ist ja wascht. Und jetzt soll die Blechplatten da, die haben auch 600 Euro gekostet. Macht das überhaupt Sinn? Ja, ich sage euch an der Stelle, das macht Sinn. Warum soll das keinen Sinn machen? Ein neuer Container hätte mich, so wie ich ihn auch brauche, 5900 Euro gekostet. Klingt jetzt im Vergleich erst einmal nicht zu viel, aber es ist trotzdem ein Haufen Geld. Habt das erst einmal. Ein neuer Container ist eigentlich sehr schon dafür, für das, was ich vorhab. Weil der gammelt genauso. So oder so. Ein Dullagen fährst da früher oder später so oder so mit dem Radlader rein, wenn du dann ausladen tust. Und da hat es ein alter Container auch getan. Ich habe jetzt, gehen wir mal von 1800 Euro aus für den Container. Gehen wir mal davon aus, die Blechplatten jetzt mit 600 Euro sind wir bei 1700 Euro. Dann das Schutzgas, vielleicht noch komme ich auf 2000 Euro. Dann ist der Container da oben fertig. Dann noch den Aufbau mit blauer Sprigel drüber. Ich glaube, der liegt bei 200 Euro oder 180 Euro. Dann habe ich einen kompletten Container mit Überdachung, der an Ort und Stelle steht, mit Farb, mit Schwarzen, mit neuer Buden. Was will ich mehr? Wer jetzt wieder sagt, das macht ja gar keinen Sinn, baue Mistplatten. Ich habe, wie gesagt, keinen Platz für Mistplatten. Wenn es so einfach wäre, einer zu bauen, ja, dann hätte ich das schon lange gemacht. Aber wenn du den Platz dafür nicht hast, dann machst du das nicht einfach. Das nächste ist den Container, da habe ich anscheinend Platz dafür. Ich kann schon hochladen. Ich komme in den Radlader am Neirama, kann es ein wenig aufstapeln, das Zeug. Das Zeug, ich kann die Klappen zumachen, es kommt mir kein Fixzeug an. Ja, dann hält sich das mit den Emissionen auch wegen dem Rahmen, dann kann sich da auch keine beschweren. Einmal gucken, einmal rumprobieren, werden wir sehen, wenn der fertig ist und da unten steht. Dann könnt ihr immer noch rummosen, was man wieder für Geld ausgeschmissen hat. Aber jetzt war das Projekt einmal so umgesetzt. Ich werde nachher auf jeden Fall gründlich grundieren. Und dann haben wir noch Schauer, vielleicht mit Silofarbe oder überstreuen oder bedumen oder keine Ahnung. Hauptsache, der ist fertig. Hauptsache, ich kann meinen Mist dann vernünftig lochen. Und dann passt es auch. Gut. Jo. So viel da dazu. Jetzt werden wir mal Heife fahren.
Das war jetzt noch der einfache Teil. Ja, das ist keine schöne Arbeit. Also, ich mag die Rundballen nicht. Andere, die loben die Rundballen, das ist mir klar, wenn es die richtige Technik hast, Ballenspieß oder ein Stolde, Schäbe Vorbohr ist und vielleicht die passende Lochermöglichkeit. Das Schönste überhaupt. Aber wenn du improvisierst mit einer Palettengabel, wenn die Ballen dann einen Durchmesser von 1,80 Meter haben, noch dazu saumäßig stramm gepresst sind, dass die Palettengabel schon gar nicht neigt. Ja, ich meine am Anfang mit zwei Gabeln, das war schon fast klar, dass es nicht geht. Aber wenn selbst die Anna nicht wirklich reinkommt. Ja, und jetzt habe ich den Ballen zwei daheim. Aber jetzt muss ich das Ding dann aufschneiden und dann muss ich stückelsweise einzeln da rein machen. Ich sage ja, für mich ist das nicht das Optimale für jeden anderen Betrieb, der die Möglichkeit hat. Ist Rundballen oder Quaderballen mit Sicherheit das Schönste überhaupt. Aber ich bin froh, wenn ich die Dinge endlich los bin und wieder mit meiner schönen HD-Ballen pressen kann. Das ist mir, ja, tausendmal lieber, ehrlich wo. Wie gesagt, nichts gegen Rundballen, aber auf meinem Betrieb unmöglich. Da bleibe ich bei meiner kleinen HD-Ballen. Da weiß ich, was ich habe, die kann ich allah bewegen. Die gehen auch schnell zu bewegen. Da hätte ich jetzt die Ladung schon lange auf den Kipper drauf. Wenn den Kipper da oben steht, 10 Minuten und die wären drinnen. Ja, den Rundballen schätze ich auch mal, weil ich jetzt wieder gut 1,5-2 Stunden brauche, bis der reingerammt ist. Weil das Blöde ist ja, der schaut jetzt zwar noch recht kompakt aus, aber wenn es nochmal aufschnitzt und es zerfällt in seiner Stückler, dann merkst du erst einmal, wie viel Heid das ist. Und ich meine, das ist ein Ballen. Ich glaube, der, das war der schwerste mit knapp 700 Kilo. Ja. Bis später. Ja, und da kommen wir mal zum Schlusswort. Ja, der Kalk ist ausgebracht. Von den 25,8 Tonner, die wir gehabt haben, sind jetzt noch 21 Tonner übrig. Von den 25,8 Tonner, die wir gehabt haben, sind jetzt noch 4 Tonner übrig. So rum. Genau. Ja, 4 Tonner sind jetzt noch unten auf meinem Steib drauf. Die brauche ich noch hinten auf der Koppel bei den Pferden. Die brauche ich noch bei den Äpfeln unten. Das nächste Video, was ihr seht, das ist dann quasi die Äpfelernte. Die haben wir am Samstag jetzt gemacht, am 3. Oktober. Wir sind noch nicht ganz fertig, da kommt noch ein bisschen was dazu. Ich habe letztes Jahr auch Schleuder gekauft, aber das ist was anderes, das seht ihr im nächsten Video. Auf jeden Fall, dafür ist der Kalk gut gedacht. Dann ist der verbraucht, bei den Schweinebräunen haben wir mal ein bisschen und dann ist leer. 25,8 Tonner Kalk, jawohl, ich bin ein wenig verrückt, ich habe das mit den kleinen Streuer gemacht. Andere, die hätten gesagt, da leiten wir sich an großen Streuer, da kippt man dann gleich einmal 6 Tonner drauf, fährt das raus und dann geht es nämlich zügig. Nö, ich habe immer, ja, was waren es denn gewesen, so, ich schätze einmal 2 Zentner oder was man in den Streuer reingeht, vielleicht ein bisschen mehr und habe es halt auf Etappen rausgefahren. Das ist gegangen. Bis aufs Feld in Betzberg draußen, deswegen ist das auch nicht gefilmt. Das Feld in Betzberg, das war nämlich leider schon gekrubbert. Oder was heißt leider, es war halt nötig noch ein Hafer dreschen. Und auf dem gekrubberten hat es mit dem Streuer keinen Spaß gemacht. Das Feld, das war sowieso schon saumäßig uneben. Nach dem Grubbern aber so richtig, das hat gescheppert, das hat geklappert. Ich habe gedacht, mir fällt der Bulldog auseinander. Da ist gesagt, also jetzt, wenn ich mache, dann bricht die Sitzfeder und dann fällt der Mähbalken ab. Und wenn ich fertig bin, ist der Streuer in 1000 Teile zerfallen, das wäre mir zu schade. Das Feld da draußen ist von Hand gestreut. Ja, von Hand, wie stellt man sich das vor? Ich habe den Steib voll gemacht, ich bin mit dem IHC hinausgefahren. Der Fahrer ist mit dem IHC schön langsam gefahren. Und ich habe mir da eine Schaufel geschmissen. Ja, ich habe tatsächlich eine Arbeitsbreiten von 12 Meter geschafft. Ist sogar relativ gleichmäßig geworden. Wie gesagt, ist nicht gefilmt, also braucht jetzt keine denken, ja, wo ist es dann? Den Aufwand, die Arbeit da draußen, ehrlich gesagt, habe ich keine Lust gehabt zu filmen. Da war ich selber erst einmal beschäftigt, dennoch hat mir alles wiege da. Da draußen sind auf das Feld. Ich schätze einmal, gut aus 6 Tonnen habe ich hinausgefahren. Alles von hinten geschmissen. Ist gegangen. Null Problem. Das ist, wie gesagt, überhaupt kein Thema. Das geht. Das Feld ist mittlerweile geagert. Gibt es leider auch kein Video davon. Warum gibt es kein Video? Das hat er vorher gemacht, wie ich auf der Arbeit war. Das muss halt jetzt dann alles gemacht werden. Ich bin, wie gesagt, berufstätig und
Wir teilen uns die Erbe da wegen. Aber ja. Es ist auf jeden Fall. Na, was ist denn das so? Es ist auf jeden Fall ausgebrochen soweit. 4 Donner sind übrig, sind auf dem Steib. Der Steib steht in der Maschinenhalle, also war da nicht nass, war nicht wie Beton. Von da abgesehen, weil es geheißen hat, der war wie Beton, wenn Wasser draufkommt. Nö, die oberste Schicht, die hat ein wenig Krusten, aber die kriegst du eigentlich auch relativ leicht weg. Meinem Streuer hat es auch nicht gestört, dass das Zeug feucht war. Das hat er einfach mit durchgematscht. Das Rührwerk geht wunderbar. Wie gesagt, dass ich ein wenig bescheuert bin, dass ich das mit dem Streuer lange gemacht habe. Klar, das weiß ich selber. Aber das macht mir nichts. Darf da gern so denken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Die nächsten, ja, 2-3 Jahre wird jetzt wieder nichts passieren. Der Kohlensäurekalk, der wirkt jetzt erst einmal die nächsten Jahre. Und dann werden wir erst wieder, ja, ich denke einmal 3, vielleicht 4 Jahre so in den Dreh, dass man dann einmal wieder muss. Aber das, wie gesagt, seht ihr ja dann sowieso in die Video. Eventuell mit dem Streuer werde ich einmal noch an Kunstdung ausbringen. Muss ich einmal schauen, oder ob ich den Grusenstreuer nehme. Ja, und dann werden wir schon sehen. Wie gesagt, das ist jetzt halt das Video ein bisschen abgeschnitten. Nicht wundern. Ich habe zwischendurch dann noch andere Arbeiten gemacht. Die habe ich noch gefilmt und dann vom Kalkstreuer selber. Das war, wie gesagt, nur das Feld da draußen. Ist halt nichts Kummer. Nimmt mir es nicht rum. Hätte da aber ehrlich gesagt nicht sehen wollen, weil ich war ehrlich gesagt froh, wie ich damit fertig war. Ja, mir hätte sich einen großen Streuer leihen können, aber nö, ich habe mir das Geld gespart und ja, es hat auch so Spaß gemacht und ja, man konnte es durchaus einmal machen, weil es kommt jetzt eh der Winter, weil wir haben jetzt aktuell den 5. Oktober. Wie gesagt, der Winter naht und dann frisst man sich sowieso ein wenig Speckmantel an. Nee, so schlimm ist nicht. Aber wie gesagt, ein wenig Arbeit, spart man sich das Sportstudio. Gut, ich hoffe, das Video hat gefallen. Demnächst war dann noch ein Video, kommen, ein Infovideo für euch alle. In einem Livestream habe ich schon gesagt, wir haben uns was gekauft. Das war dann aber noch einmal gesondert, was kommen. Aber ich suche an der Stelle jetzt nicht mehr. Und sage jetzt vielen Dank fürs Zugucken. Ja, und auf bald. Servus!